Hallo. Hi, Marinus. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ciao. Ja, weil wir sind so Schlingel, uns fällt immer was Neues ein. Und das hat noch kein Let's Player gebracht. Ein Part, der nur aus 3 Sekunden besteht. Ich hab's noch nie. Nee, deswegen. Wir sind Innovation in Person. Weil das, was ihr gerade seht, ist schon der zweite Part, weil der erste Part, der kann ja nur 3 Sekunden lang sein, deswegen haben wir den schon hochgeladen. Und das ist jetzt der neue Part. Ja. Deswegen hallo. Hallo. Im letzten Part ist viel passiert. Wir sind draufgegangen. Aber jeder hat eins umgebracht. Ja. Es geht weiter. Du musst reden. Ja, red. Nee, du musst reden, Jochen muss reden. Achso. Ich habe ihn ich war bei ihm beim Schild und habe da Sachen hinter dem Schild gemacht mit ihm. Ich habe ihm seine Haare ausgereißt sogar. Ich habe eine Reise durch seinen Kopf gemacht und habe seine Haare ausgereißt. Du Schlingel, du. Hey, was soll das? Hast du keine Augen im Kopf? Ich bin auch noch hier, ey. Also, wer sind dieser Typ? Kaboom! Rüttel. What the fuck? Puh, das war ganz schön laut. Du da! Was in aller Welt sollte das? Was das sollte? Das ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du das angesprochen hast. Dieses Paket enthielt die sogenannte Galaktikbombe. Ich habe sie ausgepackt und... Erzählst du uns das? Komm, ganz einfach. Weil ich Lust drauf hab. Dann ging sie los. Das klang halt immer so. Kaboom! Ja, das war eh eine Textbox, also wussten wir, dass das Kaboom hieß. Psst. Okay. Ach gut, dass du mich daran erinnerst. Vorgesetzte wollen informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gerne weitergeplaudert. Bis die Tage. Übrigens sieht deine Maske völlig daneben aus. Boah. Arschloch, die ist geil. Der hat mir eine Oma geschenkt. Dem Großmutter darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide folgt mir bloß nicht. Lasst bloß niemanden anderen herein. Falls drin noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Warum stand der jetzt zweimal bloß und einmal mit Doppel-S und einmal mit scharfem S? Weil sie es können. Hey, Klaus, ey. Dieser Galaktik-Typ. Irgendwie, ich möchte ein Teammitglied werden von Team Galaktik. Also, wärst du dumm deswegen dafür. Bleib ich hier und du gehst, okay? Diesen Typen, den lasse ich nicht rein, weil wenn er kommt, dann sage ich möchte mitmachen und ja. Warte, kommt jetzt doch kein Rivalenkampf? Ich weiß nicht. Anscheinend doch nicht. Was soll denn das? Renn mir nicht hinterher! Pass auf, dass ich mein Pokémon nicht auspacke. Aber du hast Glück, denn leider habe ich wichtige Termine. Ich muss so schnell wirklich zum See. Komm nur nicht auf den Gedanken, das mir zu folgen. Hast du das kapiert? Ja, Bitch. Hast du das kapiert, mein Lieber? Nein. Du schon wieder. Wir benötigen die Energie, die im Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und das unser Boss entwickelt hat, ist ja ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Er ist ein Genie. Du hast gelauscht. Ich habe nur noch gedacht. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Du Rüpel. Halt nein, ich bin nur Rüpel. Das wollte ich gerade sagen. Er hat irgendwie eine Identitätskrise. Wie es ausschaut, ja. Rennen wir weiter. Da ist er schon wieder. Aber Junge, diese Galaktikbombe haut ordentlich rein. Mit diesem Rummer gibt's eigentlich nichts, was wir nicht in die Luft jagen könnten. Was wir damit vorhaben? Ah, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Du bist eigentlich ja als Kleister. Und ich habe es satt, immer vor dir wegzulaufen. Aber ich werde doch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Raus aus meiner Intimzone. Nee. Du bist dran. Oh, wir kennen uns doch. Glaube ich zumindest. Ich eilte sofort herbei, als ich hörte, dass das verdächtige Etwas das Team Galaktik in Weideburg eingetroffen ist. Dieses Extra
extra, ich kann nicht lesen. Dieses etwas war also eine Bombe. Eine Explosion gab es, Herr. Ja, offensichtlich, ne? Nun, ich habe gehört, dass da öfter ein Zusammenhang besteht. No shit, Sherlock. Die Explosion war im Großmoor, sagst du. Und du verfolgst einen Mann, der... Das ist ja total aufregend. Alter, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Lebel gerade sich so richtig daran aufgeilt. Oh, das ist so aufregend. Oh. Ein Mann mit einem Topfschnitt also. Oh, yes. Oh, ich liebe Topfschnitt. Oh. Es gibt modernere Frisuren, aber ja, geil. Oh. Lebel, wir wissen alle, du stehst auf Altbacken. Komische Kleidung trug er auch. Oh mein Gott, genau dein Fetisch, Junge. Oh, mein Fetisch. Das war dann wohl wirklich Team Galactic. Oh nein. Lebel. Wie konntest du das nur übersehen? Das ist der einzige Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Außer deiner Geburt, ja. Halt die Klappe. Der Mann, den ich fortlaufen sah, es war... Er war nicht es. Es war es, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, so wird das nichts. Warte, Sorgi, warte! Ich habe auch eine Bombe für dich. Rat mal, wo. ich glaube, ich habe ihn verscheucht. Oh. Manu! Ich wollte ihm gerade ein Päckchen überreichen. Ach nee, muss ich mit dir reden? Oh, das schon wieder. Ja, und diesen Modell, ja, voll geil und so. Mit wem redest du? Ich hab Theorie, wichtige Person. Mit wem redest du? Hast du ihn übersehen? Hey, bei mir ist das Lebel, aber ich hab doch keinen Bock mit ihm zu reden. Hä? Muss ich mit dem Lebel hier reden? Nee. Und wen meinst du dann? Ja, Lebel, ich hab ihn angesprochen. Ja, ich ist auch, ich hab ihn gerade weggeklickt. Ja. Gut, auf 203, Kühnheitsufer. Ja, das ist schon wieder. Hallo, du! Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Universum, von dem unser Boss andauernd redet. Mir wird ganz komisch, wenn ich daran denke. Oh. Wenn wir dieses Ding einsetzen. Oh, du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Du Elb. Du bist nervt und hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen. Und ich werde nicht gegen dich antreten. Aber ich trete ins Gesicht. In den Schritt. Oh nein. Nicht mein Gesicht. Bist mir immer noch auf den Fersen? Das hier ist in Sicht. Ich will nackt baden. Das ist mir kein Rival. Mein Pokémon wird es dir zeigen. Oh mein Goodness, ich hab solche Angst. Die Hypermethylieren tut nicht gut, Kinder. Analyst Dudley. Dratini. Oh, oh. Warte. Wie niedlich. Drachenhut. Oh, das ist mir egal. Ja, ich hab 133 KP, das juckt mich nicht. Erdbeben! Woo! Elite! Flügelschlag reicht aus. Oh yes, Dudley besiegt. Ja, yep. Neckisa. Neckisa. Und Geld, yes. Use. Puh, wäre ich nicht davon gelaufen, hätte ich hätte kämpfen sollen. Mhm. Ich kann nicht mehr kämpfen. Moment. Was tust du? Ich fall aus dem letzten Loch. Oh Gott. Totally ich muss dich zum Commander bringen. Ich wünschte, ich könnte es am See einsetzen. Ah, du bist so... du bist so blöd. Das war eine Ocarina. Zu dir. Du. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier. Ja. Weiter. Ich bin hier. Ja. Hier. Beistrich, weil ich mir den See ansehen will. Ansehen! Um den sich eine alte Volksage rankt, aber... Ja, der ist kaputt. Der wurde weggefickt. Der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein und Hannes, das ist noch nicht passiert!
Don't spoiler me! Ach stimmt, verdammt. Kennst du die Volkssage, Hannes? Nee, aber ich sie erinnere gerichtet, mich nur an... halt die Klappe! Alter, Schauze! Halt die Klappe, ey! Dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Ich hab übersteuert. Cynthia, alles gut? Kackst du grad? Es klingt echt, als würde dann ein abseilen. Und zwar schmerzhaft. Wirklich sehr schmerzhaft. Halt die Klappe. Und im Inneren. Ja? Pokémon befinden. Niemand darf die Höhle des Pokémon betreten. Alter, komm zum Punkt, Mädel. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Och man! Hey Klaus! Wo ist denn der Schurke? Ich möchte auch in Team Galaktik beitreten! Was? Sag bloß, du hast die ganze Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast, die sagt keinlich! Oh yes! Das ist nicht meine Schwester, das ist mein Bruder. Wer sagte das? Achso, ja. Nee, ist nicht deine Schwester, egal! Sie ist trotzdem. Ja, sag ich doch, Bruder! Diese Explosion im großen Moor, na, das war nichts Ernstes. Kein Stress. Herr Marinus, dieser alte Knacker, hat mir gesagt, ich soll dir das sagen, ja? Ach, hat er das gesagt? Aber dieses Team Galaktik. Halt die Klappe, ey, Hannes. Sind die außer Kontrolle geraten oder was? Das finde ich voll geil, ey. Das macht mich richtig energisch, ey. Nächstes Mal, wenn ich sie sehe, werde ich ihnen eine Lektion erteilen, ja? Die werden sie so schnell nicht vergessen, ey. Warum sage ich das? Das ergibt keinen Sinn. Egal, mach's gut. Wer ist dein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als Energie geladen. Weißt du, was noch geladen ist? Meine Knarre. Kann das sein? Weißt du, du kriegst, also, als hättest du eine Ladung halt in der Hose. Die Klappe, Hannes! Also, um auf das Thema zurückzukommen, ich möchte noch 10.000 Stunden weiter mit dir reden. Hast du die Horde von Eton und der Route 210 gesehen? Ja! Nee. Du hast sie nicht gesehen, bist du der Mann im Kopf, was ist denn los mit dir? Hinter dem Café an der Route 210, du weißt schon. Da ist eine Enton-Gruppe, die sich ihre Köpfe halten. Das ist etwas, was sie sonst nie machen. Wie dem auch sei, gib den Enton diese Medizin. Warum ich nicht? Keine Ahnung. Ich bin faul. Was ist das für ein Geräusch? Das ist mein Controller. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich Kommt hoffe, zum Punkt, Mädel. Jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es dann ja, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich muss los, tschüss. Oh, mein Kopf. Okay, weiter. Wir müssen jetzt zu den Enton, ne? Ja. Zu den Enton? Ach, scheiße. Los, Basic, fliege mich! Nach Dros, du! Hasse dich. Och nee, sie kommt ja noch einmal, oder? Keine Ahnung, ich muss erst erstmal... Ich glaub schon. Nils! Flieh doch bitte von dem fucking wilden Inekoro! In der Koro, das ist zu gut. Vor allem, dann setzt sich das Mistvieh und noch Duplex-Hieb ein und trifft viermal! Sad life. Okay, warte mal. Beutel. Auf welche Route waren die nochmal? Wer? Die Enton. 210. So. Wenn ich in Schleide bin, hole ich mir kurz das Schwalbus und flieg. Ja, ich bin hier. Ja, du musst jetzt auf mich warten, ne? Oder ich lese mal vor. Du liest gar nichts. Doch. Bis die fertig ist wieder mit den Schwafeln, Cynthia. Die okay, doch, dann red schon mal.
Die Anton stehen im Weg. Sie machen keine Anstalten, sich zu bewegen. Also trittst du ihnen ins Gesicht, dann bewegen sie sich. Willst du das machen? Ja. Sebi? Nein, wir heißen nicht Sebi. Klaus, tritt den Anton ins Gesicht. Einfach mitten in die Fresse rein. Wir können noch. Aber wir können jetzt der Pokémon fangen gehen. Welche denn? Auf der Route bei den Entern? Hannes, halt die Klappe, ey. Ich bin da. Und in der Villa. Oh, gut. Du hast den Geheimtrank verwendet. Was? Du hast ihn nicht verwendet. Was tust du denn? Man tritt keinen Enton ins Gesicht, weißt du das nicht? Eines Tages wird ein Enton die Weltherrschaft einnehmen und dann sagen, er hat mir ins Gesicht gerülpst. Warum gerülpst? Ich weiß nicht. Der weil hat Sachen Hemd mit mir gemacht und dann möchte ich jetzt ihn bestrafen. Deswegen give me his body and I will punish him. Naja, das war eine sehr, sehr gute Volkssage. Und Hannes, halt deine Fresse. Niemals. Anton leidet an chronischen Kopfschmerzen. Nee. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Außer jetzt. Jetzt habe ich herausgefunden, was passiert ist. Nämlich, du hast ihnen in die Fresse gekickt. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Machst du das bei mir auch? Ich finde das geil. Bist du schon da? Ich klicke gerade weg. Bring bitte meine Großmutter um. Was? Nein. Du solltest diesen Talisman ihr geben. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elysis geben. Also wird es die Reise wohl wert sein. Ist anstrengend. Meine Großmutter ist ziemlich alt. Die erzählt mir dauernd Geschichten. Soll ich dir auch eine Geschichte erzählen? Hannes, halt die Klappe. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen, weil sie ist eine Großmutter und es gibt nur eine alte Dame hier in dieser Sinnoh-Region. Ja, sie ist nämlich die Älteste. Bei weitem die Älteste. Und die Stadt selbst? Ja, schau auf die Karte, du Spasti, ey. Ich zähle auf dich. Bis später dann. Und dann ist halt die Klappe. Mir ist gerade was aufgefallen. Was denn? In der Route da können wir nichts fangen. Ich weiß. Die schon benutzt wurde. Das heißt, wir müssen jetzt. In der Villa können wir es fangen, wenn wir uns. Oberhalb ist noch eine Route. Hä? Oberhalb ist noch eine Route. Ja, nach Elysis ist eine Route. Vor auch noch. Nee, die Route davor Elysis, die können wir nicht nehmen. Nee? Die ist immer noch 210, hab ich gerade geguckt. Auch das mit Nebel? Da hatte ich auch. Ich guck nur mal nach. 210, ihr habt alles 210, aber wir können uns bei Freudenstadt links eine Angel holen. Das heißt, wir können auch in Elysis angeln. Ui. Und deswegen habe ich gerade meine Flugleiche geholt. Und schnapp mir jetzt die Angel. Und dann fliege ich nach Herzhofen, gehen zur Villa und angeln da, fangen da was. Wo kriegt man die Angel? Wenn man aus Jubelstadt rausgeht, links so, im Übergang zwischen. Hab ich das nicht schon geholt? Also, ich hatte keine. Jetzt habe ich eine. Okay, dann habe ich das nicht gemacht. Bin ich nicht ein böser Bubi? Hannes! Tritt mir ins Gesicht, los! Okay, bitteschön. Oh yes! Keine Ahnung. Ah, mir steckt ein Zahn von ihrem Fuß. Ihr. Ach was, das ist ein Tattoo. Klar. Ey, ich fange jetzt das Pokémon bei der Villa. Irgendwie jetzt hier unten die Anzeige von unserem Seemops hat jetzt ein bisschen ausgesehen wie Monokuma. Kennst du Danganronpa? Ein bisschen. Nicht übermäßig. Hat dezent so ausgesehen. Alles klar. Aber ja, ich habe Monokuma. Ich hoffe, wir kommen jetzt keine Trainer. Okay. Keine Trainier. Naja, wir können ja trainieren. Okay, ja, hier sind noch Trainer. Gut, gut, gut zu wissen. Los. Kadabra.
Schon wieder. Naja, Jesse leckt es weg. Leckt es weg? Slam! Slam! Hieß nicht so der Spasti aus Pokémon XD oder Kolosseum? Da hieß wenn, jemand Slam. Wenn dann XD, bei Kolosseum glaube ich nicht. Ich glaube schon irgendwie. Ah, die zwei alten Knacker. Ja, die eine habe ich. Doppelkampf! Okay. Ne, habe ich nicht gemacht. Zitrobeere! Hui! Ich glaube, das ist nicht das Klügste, aber fuck it! Ich mache Vertrauen in mein Dihi! Ich mache gerade beide einzeln. Und der Part ist auch gleich vorbei. Echt? Dann fangen wir, fangen wir Pokémon im nächsten Part, oder? Chief Jacqueline! Und Librine. Du weißt, wie lange der Part schon geht? Timer sagt 20,5. Ja, dann machen wir kurz noch den Doppelkampf, den Kampf hier fertig. Stellen uns in den Garten rein. Alter, kannst du mal treffen? Come on, vernichte diese Katabra. Alter. Da, los Hannes, sing mit mir. Das ist so geil. Oder so. Wuhu. Yay, Level 39 für Jesse. Jetzt ist die Frage, das Pokémon in der Villa, kriegen wir das geschwächt? Wir hauchen es an, so. Also ich habe zwar einen Abschlag, aber... Hey, wir schaffen das schon, hab Vertrauen. Ich habe gerade eine Lauchstange gefunden. Du meine Güte, das war ganz und gar irgendwas. 10.000, so. Yes! Ich stehe jetzt im Trophäengarten drin, vor der Treppe. So, schon. Ich wäre ready to end the part. Moment, ich muss kommen zu du. Da war ein Item. Da musst du jetzt ein bisschen warten auf mich. So. Item ist. Lauchstange, achso. Ja, wie ich sagte. Voll neu, voll überraschend. Surprise! Nur heute, für 22 Cent. Wo bist du? Vor der Treppe im Trophäengarten. Gut. Tschüss. Meine lieben Leute, das war's. Meine lieben Leute, das war's. Meine lieben Leute, das war's. Ich glaube, er hat schon wieder einen Hänger. Meine lieben Leute, das war's. Kann mit deiner die Disco drehen? Lieben Leute, war's das. Ich drück kurz auf den Reset-Knopf, dann geht's wieder und klick. Ladies and Gentlemen. Ich glaube, ich habe ihn runtergefahren. Ladies and Gentlemen. Lady. Tschüss. Hey.